So, weiter geht's mit The Witcher 3. So, was machen wir jetzt? Wir begeben uns Richtung... Richtung. Komm, kriegen die wieder bejagt. Quests. So, die Nebelinsel. Nebenquests. Hexeraufträge. Schatz suchen. Nebelinsel. Waffenbrüder in Elfkalt. Ah, okay, das ist diese Sprecher. Ja. Sprich mit Triss. Nicht Triss. Hm. Und wo ist das schon mal gemacht, oder was? So, dann schauen wir mal. Bei seiner Expedition ein Riesen. Ach so, die haben. Ah, okay, die gibt die. Okay. Gut. Okay. Schauen wir mal. Machen wir zuerst die Waffenbrüder Novigrad. So. Sprich mit Zoltan. Hoppala. So. Also normalerweise würde ich sagen, ja. Sprechen wir mal mit. Er war nochmal Roch. Er war doch Dixer, weiß ich noch. War Roch. Habe ich mich jetzt verdaddelt? Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Ich will dieses Buch haben, aber man kriegt es. Ich weiß nicht, wo man das herkriegt. Das nervt!
diese Ladebildschirme. So. Okay. So ist das. Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen. Ja, ist doch schön, dass ich mir so gut war. Warum erst morgen kaufen, was du heute? Weil ich das heute noch nicht brauche. Du siehst mir äußerst verdächtig aus. Ruhe. Stand da. Oh, wo kann ich jetzt? Das ist eine materielle Visage. Ich habe eine Tatsache auch mitnehmen lassen. Moment. Moment. Du bist an der Regierungsseite. Das sehe ich dir an. So, was? Jetzt stimmt mir hier eines. Oh, ich fasse es ja nicht. Egal, ich bin der Typ. Sultan, Geralt? Oh, ich frage einfach mal durch. Novigrad ist wohl kein sicherer Ort mehr. Warum bist du noch hier? Ich wollte mein eigenes Geschäft aufmachen, aber daraus wurde nichts. Meinen Kredit muss ich jetzt trotzdem abzahlen. Ich würde gerne dem Krieg oder menschlichen Verrat die Schuld geben. Aber die Wahrheit ist, dass ich selber... Eigentlich ist der erste Schritt zur Besserung. Ich würde lieber nicht drüber reden, Geralt, wenn es dir recht ist. Du bist schon eine Weile in der Stadt. Vielleicht kannst du es mir sagen. Warum haben weder Radovid noch Elmir die Stadt eingenommen? Sehr gute Frage. Vermutlich kann ich das Geheimnis für dich lüften. Der Krieg verschlingt jede Menge Ressourcen. Novigrad hat einen großen Hafen, eine mächtige Flotte und eine Schatzkammer, die vor Gold überquillt. Das macht es sowohl für Redanien als auch für Nilfgaard zum Leckerbissen. Die Stadtmauern sind hoch und die Waffenkammern voll, wie ich verstehe. Dann verstehst du nicht viel. Eine Belagerung wäre lang und grausam, stimmt. Aber vor allem könnte alles Wertvolle im Handumdrehen aus der Stadt verschwinden. Die großen Vier haben darauf hingewiesen, dass die Flotte im Zweifelsfall brennbar ist. Und ein Überfall auf die Stadt würde zu Aufständen führen, bei denen die Truhen der Kirche durchaus geplündert werden könnten. Wer es also auf Novigrads Reichtümer und Schiffe abgesehen hat, dem bleibt keine Wahl, als es über die kriminelle Unterwelt zu versuchen. Ich weiß, wo Ciri ist. Warum sind wir dann auch hier? Holen wir uns die Kleine. Das werde ich. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Du musst nach Kaer Morhen reisen. Ich werde Ciri dorthin bringen. Die wilde Jagd wird kurz danach angreifen. Ich könnte dich auf unserer Seite gebrauchen. Du hast mich. Wichtig. Und meine Axt. Danke. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Wesemir, Eskel und Lambert sind schon dort. So. Auf zur nächsten Aufzug. Roch. Hector, hier komme ich. Wo willst du hin? Jetzt mal. Wir bezahlen für ein freies Temerien mit Danke. Soll ich hier noch was? Okay. Wenn das alles vorbei ist, mache ich in Hüse ein Bordell auf. Wenn es dir Spaß macht, echtes mit abgerissenen Wänden hängen und Stinkekerzen überall.
Geralt von Riva. Gesund und munter. Ach, mich nicht unter. Ich könnte deine Hilfe in Kaer Morhen gebrauchen. Ich möchte Ciri dahin bringen. Die wilde Jagd wird dort kurz darauf auftauchen. Du hast mir geholfen, als ich dich brauchte. Also mache ich dasselbe für dich. Danke. Deine Fähigkeiten könnten sich als unbezahlbar erweisen. Lass mal kriegen. Vielleicht bringe ich auch Wes mit. Wie auch immer. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Sehr gut. Oh. Au! Ah! Oh. Halt die Fresse, du Hund! Du warst schon überall. Jetzt noch Dickstra. So. So, auf zu Dijkstra. Schnauze. Wenn du so stark, hoppala. Oh, bloß nicht. Oh mein Gott, oben noch. Da, wo sie sind. Spitzeln wird mit Schnauze. Dem Tod bestraft. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Ich wusste nicht, ob ich dich fragen sollte. Ich bin mir immer noch unsicher, aber was soll's? Ich brauche deine Hilfe. Oh, meine Hilfe. Sehr interessant. Erzähl. Die wilde Jagd wird bald Kaer Morhen angreifen. Das ist sicher. Ich suche Leute, die mir helfen, sie zurückzuschlagen. Die wilde Jagd. Sag bloß nicht, dass du an diesen Schwachsinn glaubst. Das ist kein Schwachsinn. Das habe ich schmerzhaft am eigenen Leib erfahren. Ich kämpfe so gut, wie du kannst. Und Kaer Morhen liegt außerhalb meines Einflussgebiets. Andererseits hätte ich meinen Besitz ohne dich nicht zurückbekommen. Hör zu, wir machen es so. Ich gebe dir eine pralle Börse, ich meine etwas mehr, und wir sind quitt. Einverstanden? Einverstanden. Gut. Danke. Na ja, gut, mal 1000 Kronen halten. Jetzt gehen wir das Geige. Werden wir eine Entschädigung für die Inde. Voll witzig und Idioten. Oh, alle. Diese Jugendwelche Tage. Oh Mann, du hast keine Ahnung, die Jugend ist im Wald noch schlimmer geworden. Das ewige Feuer wird unsere Sünde. So. Auf nach Skellige. So gesehen die Hauptstadt, glaube ich, hier in Kaer Trolde, ne?
Nicht schon wieder. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Diese Zwischensequenz nervt ein bisschen. Ganz ehrlich. Ach, und dieser Ladebildschirm ist auch nicht wirklich besser. Richtig kalt hier, es schneit. Schneefleckchen, was Weckchen da. Holla, die Waldfee. Bleib. Ist hier. Und da der Richt. Doof! Zeig mir das Haus, Bauch auf den Schlitz. Kleinzer, was? Ja, lieber. Hallo, Kollege. Hallo. Reden? Eure königliche Majestät, könnte ich euch kurz sprechen? Lass das, Geralt. Ich bin dasselbe Mädchen wie früher. Außer dem Titel hat sich nichts geändert. Es ist traurig, wenn jemand die Bahn stirbt. Alle sagen, dass er ein guter König war. Es wäre auch nicht passend, anders über die Toten zu sprechen. Stimmst du dem denn nicht zu? Bran hat sein Leben auf See verbracht. Während er unterwegs war, haben Feen die Inseln von innen zerstört. Die Leute waren wütend, dass es keine Mittler oder Schlichter gab. Aber dann kehrte Bran mit Beute zurück, gab ein Fest, ließ den Met in Strömen fließen und alle liebten ihn wieder. Oops. Wie fühlt sich das Herrschen an? Machen dir die Janes Schwierigkeiten? Sie sind alle sehr verständnisvoll. Sie scheinen an mich zu glauben. Außer Lugos natürlich. Hast du versucht, mit ihm zu reden? Du könntest ihn überzeugen. Da bin ich mir nicht so sicher. Er ist noch dickköpfiger als mein Vater. Aber ich werde es versuchen. Versuch mal klug. Also. Ich habe etwas Ernstes zu besprechen. Ich brauche deine Hilfe. Was ist denn? Krach hat dir von Ciri erzählt. Ganz bestimmt. Ich hoffe doch. Hast du sie gefunden? Mehr oder weniger? Noch nicht, aber fast. Aber sobald ich bei ihr bin, wird uns die wilde Jagd finden. Und zwar schnell. Darum will ich sie nach Kaer Morhen hinbringen und die Jagd dort bekämpfen. Ich suche nach Verbündeten. Ich kann die Insel jetzt nicht verlassen. Unmöglich. Aber ich kann dir meinen besten Krieger mitgeben. Hjalmar! Denkst du, er wird mitkommen? Ganz sicher. Ich glaube, er wird sich Hallo, er kann kämpfen. Er kann kämpfen, das reicht ihm doch. Ja, oder? Ich glaube schon. Danke. Er wird sehr tapfer sein. Und hoffentlich auch hilfreich. Danke, Viel Glück. So, jetzt brauche ich